Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum TAZ Talk Freitagabend 19 Uhr. Mein Name ist Klaus Hillenrand. Ich bin Redakteur bei der TAZ. Und wie Sie unschwer am Hintergrund dieses Bildes erkennen können, geht es heute wieder mal um Bücher. Das heißt, genauer gesagt, um ein einziges Buch natürlich, und zwar um dieses hier. Peter Walter, Fieber. Universum Berlin 1930 bis 1933, erschienen im Aufbau Verlag. Ein spannendes Buch, über das wir heute reden wollen. Ich begrüße Peter Walter. Schönen guten Abend, Herr Walter. Ja, schönen guten Abend. Peter Walter ist Germanist, um ihn kurz vorzustellen, geboren 1965. Bekannt geworden ist er durch seine Biografie über Hans Fallada im Jahr 2017. Und jetzt kommt dieses Buch. Was heißt Fieber? Was bedeutet Universum Berlin 1930 bis 1933? Es ist ein Sachbuch, was wir hier vor uns haben, aber es ist ganz und gar nicht sachlich. Erzählt wird in einem unglaublichen Tempo und es geht um die Endzeit der Weimarer Republik. Berichtet wird das Ganze anhand von 9 Porträts von Menschen und gezeigt wird, wie damals die Demokratie, die Weimarer Republik, zerstört wurde und wer dabei an welchen Strippen zog. Es handelt sich also um ein hochpolitisches Buch, aber ganz ohne Fußnoten. Und die Protagonisten sind auch keineswegs alles Politiker, sondern auch ganz, ganz ungewöhnliche Figuren, Hellseher, Journalisten, Schriftsteller, ganz bekannte Leute, deren Namen uns heute auch noch bekannt sind, wie zum Beispiel der Führer der Kommunistischen Partei Ernst Thälmann, den kommen wir nachher noch zurück, oder Reichskanzler Heinrich Brüning, aber auch weniger bekannte wie ein gewisser Graf von Helldorff oder die Journalistin Dorothy Thompson. Also ein Panoptikum aus der Weimarer Republik, ein Krimi aus der deutschen Geschichte, der 3 Jahre sehr schnell, sehr grell beleuchtet und auch ein Possenspiel voller Intrigen, Liebeleien, Hass und Mord. Kein Krimi, aber doch ein kriminalistisches Sachbuch. Und ein Buch, das die Geschichte nicht von hinten her erklärt und bewertet, sondern von mittendrin. Damit meine ich, heute sind wir alle schlauer. Die damaligen Protagonisten konnten 1932 eben nicht wissen, wie die Geschichte 1945 geendet hat. Und so werden sie auch in diesem Buch dargestellt. So, ich erzähle ein bisschen was zum Ablauf der Stunde. Wir haben genau eine Stunde Zeit und ich werde einige Fragen an Herrn Walter stellen. Und zwischendurch wird Peter Walter ein kleines Stückchen aus seinem Buch freundlicherweise für uns vortragen. Wenn Sie Fragen an uns haben, an Peter Walter oder an mich, dann können Sie selbstverständlich diese Fragen auch an die TAZ direkt stellen. Herr Walter, das Buch hat den Titel Fieber. Das kommt momentan nicht ganz so gut angesichts der Corona-Krise. Aber es scheint mir trotzdem sehr passend zu sein. Erinnert uns erstmal an eine Grippe. Wir wollen nicht sagen an die spanische Grippe. Im Fall der Weimarer Republik war diese Influenza leider ebenfalls tödlich. Aber was fieberte da zwischen 1930 und 1933? Wie aufgeregt war die Gesellschaft zum Ende der Weimarer Republik in Berlin? Will heißen, wie erregt war das Publikum? Von wem ging es aus? Ging es vom Publikum aus, die Erregung, oder ging es aus den gesellschaftlichen Spitzenkreisen und der Hochpolitik und der Hochfinanz hervor? Also ich glaube, es war beides. Also Berlin war zu jener Zeit sicher die spannendste Metropole in Europa. Also sie hatten eben das Nebeneinander von Armut und von Arbeitslosigkeit und von Luxus und Überfluss. Und alles das hat eben zu einem extremen politischen Spannungszustand in den Jahren besonders 30 bis 33 geführt, der kulminierte in einem Staccato von Wahlkämpfen 1932, ein Staccato, das orchestriert war von Straßenkämpfen der paramilitärischen Organisationen der Parteien. Das heißt,
Da sind dann die SA und der Rotfrontkämpferbund, der inzwischen verboten war, aufeinander getroffen. Aber auch das Rotbanner von den Sozialdemokraten und von dem Zentrum oder der Stahlhelm von der Deutschnationalen Volkspartei. Also eine hoch gespannte politische Situation. Und die Vorstellung davon, dass es sich um einen Fieberzustand handelt, das ist nicht nur sozusagen der nachträgliche Blick, sondern auch die zeitgenössische Reflexion, die man findet in den Zeitungen, in den Tagebüchern, etwa von Harry Graf Kessler oder auch von Leuten wie Goebbels, in der Vossischen Zeitung. Das wird eigentlich in den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten gleich reflektiert. Das heißt, es waren sehr, sehr brutale Zeiten auch mit vielen Morden, vielen Menschen, die ganz furchtbar verletzt worden sind, politischen Morden. War das auch lustig? Ging der gesellschaftliche Spaß, ging der parallel weiter oder hat sich das gegenseitig beeinflusst? Nein, es gab schon beides parallel. Also es gehörte zur Normalität, dass besonders an den Wochenenden, in den Wahlkampfzeiten, es immer Tote gab auf den Straßen und zugleich lief der Amüsierbetrieb weiter. Also sie haben die verschiedenen homosexuellen Bars gehabt in Berlin, in denen zum Beispiel auch der SA-Führer Röhm oder sein Unterführer Graf Heldorf, der mit einem Porträt in dem Buch vertreten ist, verkehrt haben. Sie haben natürlich die großen Boulevardbetriebe gehabt. Sie haben die Scala gehabt mit 3000 Sitzplätzen, wo jeden Nachmittag und jeden Abend der Hellseher Hannussen seine Vorführungen hatte. Das alles war sozusagen Teil dieses Fieberzustandes. Es ist im Grunde in diesen Jahren in Berlin so eine Art Inkubationszeit für eine Krankheit gewesen, von der wir wissen, dass sie die Kraft hatte, das Gesicht der Welt zu verändern. Jetzt ist ein Stichwort ist schon gefallen, nämlich Herr Hannussen. Und damit kommen wir schon zum ersten Stückchen, das uns Peter Walter vortragen wird, aus seinem Buch Fieber Berlin 1930 bis 1933. Bitte schön, Herr Walter. Im Beethoven-Saal der Philharmonie in der Köthener Straße finden bis zu 1500 Besucher Platz. Wie immer bei den Programmen von Hannussen bilden auch an diesem Abend im März 1930 Frauen die große Mehrheit im Publikum. Der stechende Blick seiner graublauen Augen, der auf den Plakaten effektvoll abgebildet ist, verfehlt zwar auf die Distanz seine suggestive Wirkung. Dennoch folgt das Publikum gespannt der Ansprache Hannussens, mit der er in nur wenigen Sätzen zum Wesen des Okkultismus vordringt. Wie sollte das Leben nur dazu gelebt werden, die Welt, der ungeheure Kosmos mit all seinen millionenfältigen Erscheinungen, nur dazu geschaffen sein, dass Herr Müller, Schulze oder Lehmann geboren wird? Eine Frau nimmt 5 Kinder mit ihr zeugt, Jahrzehnte hinter dem Ladenpult steht, eine Reihe von metallenen Münzen zusammenscharrt, um sich dann hinzulegen und zu sterben, für immer aus dem Ablauf des Geschehens zu verschwinden. Ist damit der Zweck der Schöpfung erfüllt? Stehen wir in keiner tieferen Beziehung zur Natur? Gibt es keine Wunder mehr oder sind wir nun nicht imstande, sie zu erfassen, ihrer teilhaftig zu werden? Und mit einer weiteren Suggestivfrage baut er die Brücke zur ersten Nummer im Programm, der telepathischen Post. Wer würde bestreiten wollen, dass ein Radio, ein aus Drähten und Holz verfertigter plumper Apparat, von Menschenhirn ersonnen, von Menschenhand erbaut, Wellen auffangen kann, die Tausende von Kilometern entfernt ausgesendet werden? Warum soll das menschliche Hirn, dieser feinste aller Apparate der Natur, nicht Vorrichtungen haben, um Gedankenwellen anderer Gehirne aufzufangen? Das Programm des Abends ist weit gespannt. Muskellesen und Nadelsuche gehören dazu.
Graphologie und Liebe, Television und das Wunder von Konnersreuth. Der Psychographologe Hannussen behauptet, sich die Handschrift von ungefähr 5000 berühmten Persönlichkeiten zu eigen gemacht zu haben und lässt sich vom Publikum Namen zurufen. Napoleon, Hindenburg, Goethe, Edison, Beethoven. Besonderes Aufsehen erregt er, als er die Unterschrift von Rabindranath Tagore in Brahmi-Schrift anzuzeichnen beginnt und ein Indologe, eine würdige akademische Autorität, im Effekt ein lautes Stimmt in den Saal hineinruft. Die nächste Nummer lässt die Zahl der Skeptiker weiter schrumpfen. Hannussen erbittet sich vom Publikum Briefe und Schriftproben und gibt Auskunft über den Schreiber und die Entstehungsumstände. So errät er nach einem kurzen Blick auf ein ihm gereichtes Blatt: Dies ist die Schrift eines Mannes, der im Krieg an einem Lungenschuss gestorben ist. Bei einer anderen Nummer im Programm verspricht Hannussen, den Brief eines beliebigen Gastes hell zu sehen. Den Beruf, Entschuldigung. Sein Sekretär Erich Jun hat sich in der Pause dezent erkundigt und gibt ihm heimliche Zeichen. Ein Richter wurde avisiert durch Richten der Krawatte, ein Advokat durch Wenden des Kopfes unter Anspielung auf Rechtsverdreher, ein Arzt durch Kreuzen der Arme und Beine, da es ein Kreuz war, mit Ärzten zu tun zu haben, ein Dichter durch Streichen übers Haar, was schlechthin auf Kunstberufe schließen ließ. Beamter wurde treffend durch Gähnen charakterisiert. Im Enthüllungsbuch, das der einstige Sekretär nach dem Bruch mit seinem Meister schreibt, wird vieles von dem, was vom Publikum als unerklärlich wahrgenommen wird, als Taschenspielertrick entlarvt. Erich Jun offenbart das Wesen des Hellsehergeschäfts. Den Propheten erfasst die Idee. Er dient ihr. Er geht in ihr auf, er stirbt für sie. Der Scharlatan erfindet eine Idee, er macht sie sich dienstbar, er lebt von ihr. Doch Jun führt einen ungleichen Kampf und Hannussen bleibt sein Meister. Oder, um es mit den Worten des Verführers zu sagen, wer den Menschen das Wunder zu geben vorgibt, wird immer mehr Erfolg haben als der, der sie von der Unmöglichkeit dieses Wunders überzeugen will. Dankeschön, Peter Walter. Wir wollen nicht zu viel verraten über das Buch und den Inhalt, aber Hannussen blieb am Ende dann doch nicht nur Wahrsager, sondern hatte sie auch seine Strippen gezogen in die Politik hinein, was ihm am Ende zum Verhängnis wurde. Ja, das ist besonders schräg, deshalb, weil Hannussen ja aus einer ganz armen jüdischen Schaustellerfamilie stammte, ein Wiener, der schon in frühen Zeiten mit so kleinen Tricks versucht hat, quasi das Publikum aus dem Publikum quasi mit Tricks versucht hat, also Geld aus dem Publikum zu ziehen. Das fängt damit an, dass er, als er im Ersten Weltkrieg, das Grunderlebnis dieser gesamten Generation übrigens, aller hier geschilderten Persönlichkeiten, dass er im Ersten Weltkrieg sich angefreundet hat mit einem Zensuroffizier, dessen Aufgabe es war, die Briefe, die an die Soldaten gingen, zu zensieren. Und dieser Zensuroffizier hat ihm immer 1, 2 Tage, bevor die Leute ihre Post bekamen, diese Briefe gegeben. Und er konnte sich aufschreiben, was da drin steht, und konnte noch bevor die Briefe bei dem Adressaten ankamen, quasi wahrsagen. Und das waren so Sachen, die ziehen sich durch die ganze Biografie von Hannussen. Und er hat so ein Gespür dafür gehabt, ja, wo etwas zu holen ist, also wo der Stärkere ist. Und als er in dieses Anfang der 30er Jahre, 1930, in dieses Berlin kam, was schon sehr aufgewühlt war, September 1930 waren diese Wahlen, die zum ersten Mal, sagen wir mal, die Nazis so hochgespült haben. Da hat er gesehen, es lässt sich sozusagen aus dieser politischen Konstellation
Profit schlagen. Und ich muss mich auf die Seite des Stärkeren stellen. Und er hat ja unglaublichen wirtschaftlichen Erfolg gehabt. Also mit diesen Auftritten in der Scala hatte zwei Luxuswagen, Bugattis und eine Yacht, die Osel 4. Und begann dann Kontakt zu knüpfen zu den Größen der Nationalsozialisten, besonders zur SA, zur Sturmabteilung, und war dann irgendwann befreundet mit dem Grafen Heldorf, dem Führer der SA Berlin-Brandenburg. Allerdings hat er sich quasi zu dicht an das Feuer gewagt, könnte man sagen, weil die Nazis haben sich das alles gefallen lassen, seine Freundschaft, solange es zu ihrem Nutzen war. Er hat auch eine eigene, Hannussen hat eine eigene Zeitung betrieben, in der er als Jude Propaganda gemacht hat für die Nazis und für Hitler, mit einer Auflage von 200.000 Exemplaren. Und Hannussen hat den SA-Größen Geld geliehen, in Größenordnungen, also Röhm, sogar Göring soll Geld bekommen haben, hat sich das alles quittieren lassen, also so bis zu 100.000, 150.000 Reichsmark, damals richtig viel Geld. Und als die Nazis dann an die Macht kamen, dann war es natürlich, sagen wir mal, sozusagen der erste Schritt, sich von diesem unliebsamen Zeugen also sich dieses Entzeugen zu entledigen. Soweit konnte Hannussen dann doch nicht hell sehen, als dass er gewusst hat, mit wem er sich da eingelassen hat. Und dann letztendlich ist er von den Nazis ermordet worden. Eine sehr, sehr schräge Figur. Ist es ein Zeichen für das Überdrehte der Weimarer Republik, dass solche Figuren wie Hannussen, aber auch viele andere derartig populär wurden und Säle mit tausenden Menschen begeistert haben? Auch für die Unsicherheiten in einer wirtschaftlich ja sehr schwierigen Zeit. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gab Millionen Arbeitslose. Viele Menschen hatten nicht das Geld, um sich genügend Brot und Butter zu kaufen, um durch den Tag zu kommen. Das glaube ich schon, dass es so eine Atmosphäre gab, die, sagen wir mal, Heilserwartungen hervorgerufen hat. Das betrifft ja jetzt nicht nur solche Gestalten wie Hannussen. Also das hatte Konjunktur. Es gab zum Beispiel in Berlin sogenannte Hungerkünstler, die sich in Schaukästen dem Publikum zur Schau gestellt haben. Friedrichstraße in den Passagen waren dann Leute, die so halbnackt tagelang ausgeharrt haben und gegen Groschen oder was ich was sich haben angucken lassen. Es gab Vorführungen etwa von einem Paul Diebel, hieß er, von einem schlesischen Bergmann, der nach Berlin gekommen war und sich auf die Bühne stellte und so Bolzen in die Brust hat schießen lassen und alle möglichen, also so Freakshows, würde man heute sagen. Und Ja. da gab es eben eine Menge Zulauf bei dem Publikum. Man kann sich das vorstellen, doch wirklich wie so einen Tanz auf dem Vulkan in dieser Zeit. Und und begleitet ist das Ganze eben worden mit also von diesen politischen Machtkämpfen, die von den Leuten, also von vielen Leuten auch gar nicht mehr wirklich ernst genommen wurden, weil sie gesehen haben, egal wer dagegen wen kämpft, für uns ändert sich eigentlich nichts. Also eine große Hoffnungslosigkeit und aber auch bei den politischen Strippenziehern eine große Ratlosigkeit im Hinblick darauf, wie kann man eigentlich diese immer stärker werdenden Nationalsozialisten verhindern. Und verhindern wollten sie eigentlich alle, also bis hin auch zu den Deutschnationalen, zu den Papenleuten und so weiter, die dann zum Schluss umgekippt sind. Und auch Hindenburg wollte bis zum Schluss diese ordinäre Truppe verhindern. Es war sozusagen, am Ende wusste keiner mehr, wie man es richten könne. Und zumal
ja auf der anderen Seite auch noch die Kommunisten als reale Bedrohung empfunden wurden von dem Großteil des Bürgertums und von großen Teilen auch der Arbeiterklasse. Aber war es nicht auch so, dass gerade in rechtskonservativen Kreisen der Glaube vorherrscht, man könnte die NSDAP einhegen, man könnte sie sozusagen bändigen, in einer Regierung aufnehmen und sie dann marginalisieren und dann ein sehr schönes rechtsreaktionäres Kabinett bilden mit zwei, drei Nazis als Garnierung, aber diese würden schon nicht so schlimm werden und würden die Macht schon nicht an sich reißen. Der Glaube war doch weit verbreitet. Der war sogar so weit verbreitet, dass selbst in der SPD-Spitze es Stimmen gab, die genau das sozusagen forderten. Und zwar mit dem Hintergrund, die würden sich dann totlaufen. Und wenn sie erstmal mit den realen politischen Problemen konfrontiert wären, dann wäre das alles schnell vorbei. Es gab ein paar Leute, also wie gesagt, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, man muss die Geschichte, darf die Geschichte ja nicht sozusagen aus dem Abstand und mit dem Wissen der Nachgeborenen betrachten, sondern muss halt gucken, was konnte man damals wissen, ne? Aber es gab schon ein paar hellsichtige Leute. Zu denen zähle ich die amerikanische Journalistin Dorothy Thompson. Also die wirklich beseelt war auch von der Vorstellung, diese Gesellschaft müsse sich ändern, also in den USA genauso wie in Deutschland, also was viele Ungerechtigkeiten angeht, was Besitzverteilung und so weiter angeht. Und die, würde ich eher sagen, so ja, einen linken Impetus hatte, aber die sehr wohl dann irgendwann gemerkt hat, also weder die eine totalitäre Verführung noch die andere ist sozusagen, bringt uns eine bessere Zukunft. Und die dann, als sie die Chance hatte, mit der Publizität, die sie erlangt hatte, wirken zu können, die dann eine der konsequentesten Gegner des Nazi-Regimes wurde und eine der sozusagen, die auch international als Stimme beachtet wurde. Das merkt man daran, dass als der Krieg, kurz bevor der Krieg zu Ende war, sie ein Dankeschreiben bekommen hat von Roosevelt wie von Churchill für ihren Einsatz gegen die Nazis. Und sie hat sie ja alle noch kennengelernt. Sie hat ja mit Hitler ein Interview geführt, 1932, glaube ich, war das. Sie hat Goebbels gekannt und die Nazispitzen und so weiter in der Zeit. Und sie war die erste ausländische Korrespondentenperson, die 1934 dann ausgewiesen wurde aus Deutschland, was im Grunde, ja, Klaus Mann hat gesagt, das war ziemlich dumm, von dem Hitler sie ausweisen zu lassen, weil damit hat sie im Grunde erst ihren publizistischen Rang bekommen. Aber auch Dorothy Thompson, wir kommen gleich nochmal zu ihr, saß der Fehleinschätzung auf, dass die Nazis schon nicht an die Macht kommen würden. Sie selbst hat geschrieben, Hitler werde nie eine Chance erhalten, die Macht ergreifen zu können. Da war sie offensichtlich in ausgesprochen guter Gesellschaft. Ja, sie hat den, von ihr stammt, wenn ich das kurz sagen darf, von ihr stammt dieser herrliche Satz: Nationalsozialismus ist die Herrschaft Kranker, die auf ihre Gesundheit schwören. Also sie hat das so schön auf den Punkt gebracht, sozusagen als ja eigentlich auch im Zuge einer Desillusionierung über alle möglichen Gesellschaftsentwürfe, die in dieser Zeit im Schwange waren. Dorothy Thompson, die natürlich heute weitgehend vergessen ist, war nicht nur eine sehr bekannte Journalistin, sie bewegte sich auch in den höchsten Kreisen von Politik und Gesellschaft in Berlin und anderswo. Und deswegen möchte ich Herrn Walter bitten, jetzt noch mal ein kleines Stück aus seinem Buch zu lesen, wo es genau um diese Mrs. Thompson geht. Als Dorothy 1927 ihren Geburtstag feiert, es ist der 34., hat sie die Erfahrung ihrer ersten Ehe äußerlich hinter sich gelassen und kann nach vorn schauen. Ich fühle die Fähigkeit in mir,
einem Mann unverbrüchlich treu zu sein, den ich liebe und der mich liebt. Ihn gilt es zu finden und mit ihm ein Leben aufzubauen, das Breite und Tiefe hat, schöpferische Kraft, Würde, Schönheit und seelische Verbundenheit. Finde ich ihn nicht, so bleibe ich lieber allein. Am Vortag ihres Geburtstags besucht sie eine Pressekonferenz Gustav Stresemann zum Auswärtigen Amt in der Wilhelmstraße. Knickerbocker, ein Journalist, hat einen Gast mitgebracht, einen hochgewachsenen Mann mit auffällig rotem Haarschopf, einem schmalen, verbeult wirkenden Schädel mit spitzen Zügen, kleinen stechenden Augen und einer Nase, die schnabelartig herausragt aus einer vernarbten Gesichtslandschaft. Da Stresemann sich verspätet, überbrückt der auffällige Gast die Zeit mit einem Scherz. Er tritt vor die Pressevertreter und bietet an, für den Minister einzuspringen, falls sie geneigt seien, ihre Fragen auf die deutsch-französischen Beziehungen zu beschränken. Knickerbocker stellt Dorothy seinen Begleiter vor, den sie längst schon erkannt hat. Es ist der derzeit bekannteste und erfolgreichste amerikanische Schriftsteller, Sinclair Lewis. Kurzerhand lädt sie ihn zu ihrer Geburtstagsparty am nächsten Abend ein. Zur erlesenen Gästeschar in der Händelallee gehören Michale Karoly, der 1919 exilierte einstige ungarische Präsident, sowie Gräfin von Moltke, die ihren 20-jährigen Sohn mitgebracht hat, Helmut James Graf von Moltke. Das Fest wird ein voller Erfolg. Hedwig, die Haushälterin, ist eine hervorragende Köchin und die Gastgeberin selbst eine gute Kennerin französischer und deutscher Weine. Es wird viel getrunken und geredet, abwechselnd auf Französisch, Englisch und Deutsch. Als der Kaffee gereicht wird und die ersten schon aufgebrochen sind, wendet sich Sinclair Lewis an Dorothy. Ich habe jahrelang nach Ihnen gesucht. Wollen Sie mich heiraten? Dorothy weiß nicht, was sie davon halten soll, aber Sinclair Lewis meint es ernst. Ich will uns ein Haus in Vermont bauen und es muss auf das Tal hinaussehen. Bald darauf gibt es ein offizielles Frühstück, bei dem er als Ehrengast um eine kleine Ansprache gebeten wird. Er erhebt sich und überrascht die Anwesenden mit der Frage: Dorothy, wollen Sie mich heiraten? Überall, wo der berühmte Schriftsteller fortan geladen ist, stellt er die gleiche Frage. Doch gerade, als Dorothy sich dabei ertappt, an seiner Gesellschaft Gefallen zu finden, erfährt sie, dass ihr stürmischer Verehrer bereits verheiratet ist. Sinclair Lewis wirft alle seine Pläne über den Haufen und reist in die USA, um die Scheidung von seiner Ehefrau zu betreiben. Zurück in Berlin mietet er sich im Herkuleshaus ein, einem Apartmenthaus am Lützowplatz, um Dorothy weiter nahe zu sein. Ist geschmeichelt von seinem Werben. Es ist nicht sein wenig attraktives Äußeres, was sie zögern lässt. Denn längst hat sie sich verliebt in seinen sprühenden Geist, seinen Sarkasmus und sein jungenhaftes Benehmen. Aber es sind die fatalen Folgen seiner fehlenden Selbstliebe, die sie vorerst Abstand wahren lassen. Ruhm, Geld und die Erfahrung, als Autor bewundert und geliebt zu werden, haben Sinclair Lewis lebenslang nicht von einem tiefsitzenden Komplex heilen können. Er litt, wie er einem Freund offenbarte, schon in der Pubertät unter der Furcht, andere können ihn für hässlich halten, und versagte sich den Kontakt zu Mädchen, obgleich sie seine Träume und Fantasien bevölkerten. Stark gezeichnet von Akne, allgemein von schwächlicher Konstitution, entwickelte er das Gefühl eigener Unzulänglichkeit, das seine Beziehung zur Welt zunehmend sarkastisch und melancholisch grundierte. Während seine erotischen Energien in die Literatur fließen, betäubt er seinen Komplex mit Alkohol, was die Symptome, die ihm zugrunde liegen, noch verstärkt. Dorothy bleibt das nicht lange verborgen. Einmal holt sie ihn abends im Herkuleshaus zu einem Empfang ab. Sie freut sich auf den Abend, zieht ein Kleid von Lanvin an, darüber einen eleganten Abendmantel und nimmt ein Taxi zum Lützowplatz. Dort findet sie Hal, wie sie Sinclair Lewis nennt, im Morgenrock auf dem Bett liegend. Er lächelt sie, gestorben für diese Welt, mit seinen glasigen Fischaugen an. Dorothy sieht alle Träume schwinden. Das Haus in der kühlen Landschaft Neuenglands, die frohen Wanderungen, das Kind, das sie von Hell haben wollte.
Ihr erster Impuls ist, auf dem Absatz kehrt zu machen, aber ihr Herz schrie auf und sagte, das ist mein Mann, der Einzige, und er kam zu spät. Keine andere Wahl, als zu zerbrechen oder zu verrotten. Hell nahm mich wieder und wieder. Wie gern hätte ich ihn auf einen hohen Hügel getragen, wo der Wind weht. Frühmorgens gegen 13:30 bekommt Sinclair Lewis Hunger. Weil der Zimmerservice nicht reagiert, schwankt er selbst zur Tür. Ich bring dir eine schöne kleine Wurst, lallt er und kehrt nach über einer Stunde mit Kartoffelsalat, Würstchen und einer Flasche Champagner zurück. Später gibt er sich einsichtig. Ich weiß, dass ich entweder den Alkohol aufgeben muss oder dich. Ich kann den Alkohol nicht aufgeben. Ein Mann trinkt einen Schluck, der Schluck tut einen anderen Schluck und der Trunk schluckt den Mann. Beim Frühstück kommt er auf das Thema zurück. Ich werde 2 Wochen lang nicht trinken, verspricht er der Frau, die er heiraten will. Oder höchstens Bier. Bier darf ich doch trinken. Dankeschön. Es heißt ja immer von der vierten Gewalt und von Journalisten, sie seien sehr, sehr mächtig. Dorothy Thompson war Auslandskorrespondentin in Berlin für amerikanische Medien. Hatte sie irgendeinen Einfluss auf die deutsche Politik damals? Nein, überhaupt nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, kein ausländischer Journalist, die wurden alle, also sagen wir mal, dann später von den Nazis erst recht, aber auch in der Zeit davor, eigentlich nur genutzt als quasi taktisches Mittel, um etwas in Stimmung zu übertragen oder um Informationen sozusagen ins Ausland zu bringen. Also regelrechten Einfluss hatte, glaube ich, kein Journalist, also auch nicht von den großen Zeitungen. Viele wurden in dem Glauben gelassen, sie hätten einen Einfluss. Also das war zum Beispiel später so, als Schleicher, als Kanzler und vorher schon als Reichswehrminister sich quasi eine eigene Zeitung hielt, indem er sie aus Mitteln des Reichswehrministeriums bezahlte. Und sie hatte keinen Einfluss, also Dorothy Thompson, auf die deutsche Politik. Sie hatte aber sehr wohl einen Einfluss auf die europäische und auch auf die weltweite Öffentlichkeit durch die Bedeutung, die ihre Wortmeldungen und durch die Reichweite ihrer Wortmeldungen in über 180 Zeitungen, amerikanischen Zeitungen oder etwa gedruckt, was sie an Kolumnen geschrieben hat. Es gab regelmäßige Radiosendungen, gerade in der Kriegszeit, dann in den frühen 40er Jahren. Listen Hans hieß diese Sendung. Da hat sie einen imaginären Hans in Deutschland, einen Freund angesprochen. Dieser Freund war ganz bildlich und gegenständlich gemeint, nämlich Helmut James Graf von Moltke, der zu der Zeit in Kreisau eben konspirierte auch. Also insofern war sie sicher eine der einflussreichsten Journalistinnen jener Jahre und wenigstens genauso berühmt und bekannt wie ihr Mann, mit dem sie in einer sehr, sehr unglücklichen Ehe dann verheiratet war. Und sie ist auch deshalb interessant als Figur, weil sie eben unsere Vorstellung von der Zeit, dass dort alles irgendwie ja, mehr oder weniger konventionell ablief, komplett durchbricht, etwa mit der Tatsache, dass sie sich verliebt in eine Schriftstellerin, Christa Winslow, und parallel eine lesbische Liebesbeziehung führt und aber auch noch verliebt ist in einen Mann und dieses ganze Gefühlschaos auch in einem Tagebuch niederschreibt. Also unglaublich modern, interessant und natürlich muss man sagen, eine Ausnahmeerscheinung für diese Jahre. Also ich denke mal, in der breiten Bevölkerung war die Akzeptanz für diese Art von
Lebenswandel nicht unbedingt verankert. Herr Walter, wenn ich Ihr Buch so lese, beschleicht mich dann schon der Eindruck, auch Sie haben eine gewisse Affinität zum Schrägen. Da tauchen eben nicht wie in den meisten, na, wie in den Tausenden, muss man ja sagen, Bücher über die Endzeit der Weimarer Republik und den Beginn der Nazi-Herrschaft nur Politiker auf, die beschrieben werden, sondern eben auch schräge Menschen, Leute, die nicht den Konventionen entsprechen, auch wenn sie nicht unbedingt als Sympathieträger daherkommen. Sehe ich das richtig, dass Sie da Ja, das eine stimmt schon. Also Reihe? gerade bei dem Hannussen etwa, ne? Aber eigentlich ging es mir schon darum, also es gab so mehrere Auslöser überhaupt, warum ich gerade mich für dieses Thema so stark interessiert habe. Also schon sehr früh, so mit 15, 16 Jahren, habe ich, also ich muss weiter ausholen. Ich versuche es trotzdem kurz zu fassen. Mein Vater war in den 70er Jahren im Krankenhaus und hat dort jemanden kennengelernt, Robert Dewey, hieß der, ein Kommunist, Jahrgang 1908, der mit Havemann, Robert Havemann, mit dem er bis seit Lebens befreundet war und mit Honecker im Gefängnis in Brandenburg war. Und der war dann so eine Art Freund der Familie und den habe ich ja Anfang der 80er Jahre auch mal besucht und habe ihn so gefragt, was ihn eigentlich in der Zeit, als er so jung war wie ich, interessiert hat. Und dann ist er also schnurstracks zu seinem Bücherregal geschritten und griff ein Buch heraus und ist dann, was kommt denn jetzt? Und dann gab er mir Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Und da war mir klar, so einfach ist das alles nicht, ne? Ja. Also was dort in den Köpfen passiert war, das lässt sich eben sozusagen nicht aus einer Linie ja gerade bügeln mit dem, was danach passiert ist und aus unserer Sicht jetzt irgendwie so rekonstruieren. Und da war der Gedanke, eigentlich kommt man dieser Zeit nur auf die Spur, indem man versucht, in die Köpfe der Akteure zu schauen. Und das kann man eigentlich nur, indem man ihre Prägungen, sozusagen ihren Prägungen folgt. Also wo kommen die her? Von welchen Werten sind sie geprägt? Wie sah das im Elternhaus aus? Und welche Ausbildung haben sie erfahren und oder eben nicht erfahren, weil sie keine Chance dafür hatten und so. Und das war der Grundgedanke, also die Akteure jener Zeit zu beschreiben in ihrer Entwicklung bis zu einem bestimmten Punkt. In dem Buch ist dieser Punkt Herbst 1930, um sie dann gemeinsam quasi auf einer Bühne agieren zu lassen. Und ich denke, es kommt noch etwas dazu. Wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse stabil sind, dann ist es eigentlich relativ wurscht, wer da an der Spitze von einer Institution ist, weil die Institutionen stark genug sind, alles mögliche private, persönliche, was da passiert, auch abzufedern. Wenn die Verhältnisse aber ins Fließen geraten, wie das 1930 bis 1933 der Fall war, ist eigentlich umso wichtiger zu wissen, wer dort Akteur ist und was ihn geprägt hat. Weil die Gestaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen viel größer sind. Das war so der Grundgedanke, zu gucken, auch mal, woher kommen eigentlich Leute wie Heinrich Brüning? Oder meinetwegen, wenn man die beiden letzten Reichskanzler sich anguckt, Papen und Schleicher, die haben ja nahezu eine identische Sozialisation. Das heißt, man weiß, wenn man das genauer sich anschaut, oder auch noch Hammerstein, der dazu kommt, dass all diese Führungsleute sich irgendwann in ihrer Jugend oder noch als halbe Kinder in den Kadettenanstalten, in den militärischen Ausbildungseinrichtungen und so kennengelernt haben oder später im Regiment. Wie gesagt, der Erste Weltkrieg ist ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, ohne das diese Zeit überhaupt nicht zu erklären ist. Also ohne die biografische Erfahrung dieses Kriegs.
Und das, was auch an Militarisierung des Alltags dann von den Soldaten, die zurückgekehrt waren, in die Gesellschaft gebracht wurde, auch an Brutalisierungserfahrung. Also, dass diese Leute sich alle von irgendwoher kannten, und dass es aber auch Milieus gab, die davon komplett getrennt waren. Also zum Beispiel, Da kommen wir jetzt zu einem Milieu, wenn ich Sie unterbrechen darf, das nun wirklich ganz gewiss getrennt war davon, und zu einem Mann, muss diesmal wieder ein Mann sein, der von sich glaubte, zumindest ganz genau zu wissen, wo es lang geht. Wir sprechen von Ernst Thälmann, dem Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, scharfer Gegner der bürgerlichen Demokratie, der auch mit den bürgerlichen Gebaren eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und gleichzeitig unversöhnlich gegenüber den Sozialdemokraten. Ein engster Verbündeter der damals noch sehr jungen Sowjetunion, der, wie wir wissen, heute dieser elenden Sozialfaschismus-Theorie anhing, also Sozialdemokraten und Nationalsozialisten einen Topf als böse Gegner der Kommunistischen Partei betrachtete, der ein Todfeind der Nazis war, aber dann doch einmal gemeinsame Sachen mit der NSDAP gemacht hat, im November 32 im sogenannten BVG-Streik, also dem Streik der Berliner Verkehrsbetriebe, als KPD und NSDAP diesen Streik gemeinsam durchgeführt haben. Wie kam es zu so einer Aktion? Es ist ja unvorstellbar, dass die schärfsten Gegner miteinander kollaborierend versucht haben, die Verkehrsdienste Berlins lahmzulegen. Dagegen wäre ja eine Kooperation zwischen Linkspartei und der AfD geradezu das Normalste der Welt und für uns glücklicherweise heute ziemlich unvorstellbar. Was ist damals passiert, dass es zu dieser Art von Kooperation gekommen ist? Na, man kann ganz kurz sagen, es war ein taktisches Zusammengehen gegen die Sozialdemokraten. Man hatte ja damals quasi eine sozialdemokratische Bastion, und das, um der Geschichte recht zu geben, ist Preußen gewesen. Heute vergisst man das, wenn man von Preußen redet, heißt es immer Militarismus. Preußen war ein sozialdemokratischer Musterstaat bis 1932, sozusagen bis zur Entmachtung des letzten preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun, der auch mit einem Porträt hier gewürdigt wird, war das quasi ein fortschrittlicher Staat. Und die Sozialdemokraten waren der ärgste Gegner der Kommunisten, aber auch der ärgste Gegner der Nationalsozialisten. Und gegen die haben sich beide verbündet, wobei, wie gesagt, es war ein taktisches Vorgehen. Die Kommunisten hatten eigentlich kaum irgendwo eine Chance, quasi Mehrheiten in der Gewerkschaft zu finden, weil die meisten Anhänger der Kommunisten waren Arbeitslose. Und die Gewerkschaften, die Märzgewerkschaften, waren dominiert von der SPD. Und nur bei der BVG war es anders, aus unterschiedlichen Gründen. Und da hatten die Kommunisten das Sagen und haben diesen Streik angezettelt, der sich gegen diesen von Sozialdemokraten, von Ernst Reuter, dem späteren Oberbürgermeister, regierenden Bürgermeister von Berlin, gegründeten Stadtbetrieb gerichtet hat. Und das ging ja dann auch nicht gut. Die Papenregierung hat sich relativ konsequent, also bis hin zum Armeeeinsatz oder angedrohten Armeeeinsatz, dagegen gewehrt. Aber da haben die sich wirklich untergehakt, wie es so schön hieß, die nationalsozialistischen und kommunistischen Büchsenjungen. Also Büchsenjungen waren die, die mit den Büchsen gesammelt haben für Wahlkampf und so. Und da gab es ein taktisches Zusammengehen, aber auch mit einer gewissen Reserve von den Nazis aus. Also Goebbels hat sich zwar mit Ulbricht auf einer Tribüne sehen lassen, aber schon Hitler, der einen Tag nach Thälmann im Sportpalast geredet hat, hat mit keinem Wort darauf Bezug genommen. Es hat Ernst Thälmann und der KPD damals nichts genützt. Im Gegenteil, es hat ihnen geschadet. Aber wir lernen jetzt Ernst Thälmann ein bisschen näher kennen. Peter Walter liest noch mal ein kleines Stück aus seinem Buch vor, in dem Kapitel über den Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann.
Während Rosa mit der Tochter Irma, Rosa ist die Frau von Tillmann, weiter in Hamburg lebt, hält sich Ernst die meiste Zeit in Berlin auf. Die Rollenverteilung zwischen ihnen hat Tillmann einmal klar formuliert. So steht die Frau lebensverbunden und der Mann geistverbunden in der Zeit mit ihrer wechselnden Dynamik. Dazu passen die Eigenschaften, die er an seiner Tochter gern sehen möchte. Bescheiden, ruhig, muttertreu und brav, wünscht er sich Irma. Dass es ihn nicht mehr so häufig zu seiner kleinen Familie nach Hamburg zieht, hängt auch mit Martha zusammen. Seit seinem Einzug in den Reichstag 1924 kommt Thälmann, wenn er in Berlin ist, immer wieder bei den KP-Mitgliedern Hans und Martha Kluczynski in der Charlottenburger Lützowstraße unter. Ernst und Martha kommen sich näher. Verständlicherweise sorgt das für Spannung zwischen Hans Kluczynski und dem Liebhaber seiner Frau. Der Ehemann weicht bei Thälmanns Besuchen häufig auf das Laubengrundstück der Familie in der Kolonie Havelblick in Gatow aus. Günther, der gemeinsame Sohn der Kluczynskis, versteht sich dagegen gut mit Teddy. Er nennt den häufigen Gast Onkel. Wenn der Führer der Kommunistischen Partei nach seinen langen, in monotonem Staccato vorgetragenen Reden, einmal bereitet er ein Referat vor, das auf 8 Stunden angelegt ist, mit seinen Genossen Skat spielt, ist das keine Propagandapose. Statt auf Botschaftsempfänge zu gehen, sitzt er lieber mit Parteifreunden bei Bier und Schnaps in seiner Lieblingskneipe in der Mittelstraße, nahe dem Bahnhof Friedrichstraße. Er, der sein Leben lang die Bedeutung von Bildung betont, fühlt sich unter Intellektuellen nicht wohl. Er hat wohl auch häufig erlebt, wie wendig gerade der scharfe Geist ist, wie schnell er bereit ist, sich neuen Gegebenheiten anzupassen. In Zeiten gereizter Stimmung kommentiert man Ressentiments hoch. Was hast du bloß für jämmerlich dünne Gelenke? Entfährt es ihm beim Blick auf die Hände seines Redenschreibers, Heinz Neumann. Umgekehrt machen sich die Intellektuellen in der Partei, denen er die charismatische Wirkung auf die Arbeiter voraus hat, über ihren Vorsitzenden lustig. Redet Thälmann frei, gehen ihm häufig die Bilder und Vergleiche durcheinander. Einige dieser Stilblüten, ob wahr oder gut erfunden, haben sich überliefert. Das schlägt dem fast die Krone ins Gesicht. Oder wie ein totgeborenes Kind, das sich im Sande verlief. Oder die Straßenbahner stehen mit einem Bein im Grab, mit dem anderen nagen sie am Hungertuch. Häufig erwähnt wird auch der rhetorische Fehlgriff, man muss die Frauen mit den eigens dafür geschaffenen Organen bearbeiten. Von beruflichen oder gar privaten Kontakten, wie sie unter Politikern aller anderen Parteien üblich sind, haben sich die kommunistischen Funktionäre durch ihre sektenhafte Ideologie selbst abgeschnitten. In Berlin ist die KPD in den letzten Jahren der Republik die mit Abstand stärkste Kraft. Aber im übrigen Land gibt es dreimal mehr Sozialdemokraten als Kommunisten. Die linke Sozialdemokratie, konstatiert Thälmann im Juni 1929 auf dem KPD-Parteitag in Wedding, ist nicht nur unser stärkster Feind innerhalb der Arbeiterklasse, sondern auch der stärkste Hebel des Sozialfaschismus. Der neue Sekretär für Agitation und Propaganda, Walter Ulbricht, inszeniert diesen Parteitag zum ersten Mal nach dem Muster der sowjetischen Genossen. Bravo-Rufe, langanhaltender Beifall. Der Parteitag bereitete dem Genossen Thälmann eine stürmische Ovation. Die Delegierten erheben sich und singen die Internationale. Die Jugenddelegation begrüßt den ersten Vorsitzenden der Partei mit einem dreifachen Heil Moskau. Am 12. September 1930, 2 Tage bevor die Nationalsozialisten ihr Ergebnis bei den Reichstagswahlen um das Siebenfache verbessern können, wirbt die rote Fahne auf dem Titelblatt für eine Wahlkundgebung im Sportpalast. Über dem Konterfei Ernst Thälmanns steht in breit gedruckten Lettern: Heute spricht unser Führer. Dankeschön. Wir sollten noch dazu erwähnen, Walter Ulbricht wurde bekanntlich später der Spitzenpolitiker in der DDR und Ernst Thälmann ist elendig 1944 von den Nazis im Gefängnis, im KZ ermordet worden. Wir haben leider nicht die Zeit, auf all die Konservativen einzugehen, die in Ihrem Buch auch vorkommen.
unter anderem Heinrich Brüning, Kurt von Schleicher, Franz von Papen, also Leute, die allgemein so als die Totengräber der Republik, der Weimarer Republik natürlich genannt werden, Das ist eine weil ganze Bandbreite, sie. ne? Also, weil Sie haben den Papen natürlich, auf den dieses Attribut auf jeden Fall zutrifft. Ja. Und vermutlich sogar unfreiwillig auf Schleicher, der ganz gewiss, er ist ja selbst Opfer der Nazis geworden, der ganz gewiss auch nicht Hitler an dieser Stelle haben wollte. Und Brüning, glaube ich, erst recht nicht. Also dem tut man, glaube ich, Unrecht, wenn man auf ihn dieses Attribut anwendet, Totengräber der Weimarer Republik. Er war zwar auch kein glühender Republikaner, aber er hätte nie und nimmer sozusagen als jemand, der ja selbst auch betroffen war von Verfolgung durch die Nazis und auch in seinem ganzen katholischen Selbst- und Staatsverständnis sozusagen da großen Abstand hielt, er hätte das nie und nimmer gewollt, was da passiert. Sicherlich richtig. Es waren natürlich auch sehr unterschiedliche Figuren, was auch sehr schön in Ihrem Buch natürlich herauskommt, die man nicht alle über einen Kamm scheren sollte. Ich meinte mit Totengräber der Republik eigentlich eine Charakterisierung, die von links kommt, die allgemein dann für Konservative und Reaktionäre angewandt wird, auch wenn sie eben gerade nicht immer richtig ist. Also man muss halt auch sehr aufpassen, wer wirklich Schuld gehabt hat, sich schuldig gemacht hat. Und wer vielleicht nur nicht genügend Widerstand geleistet hat. Und da würde ich schon sagen, Heinrich Brüning als Konservativer war bestimmt kein Freund der Nazis, aber er hätte sicherlich vielleicht möglicherweise Möglichkeiten besessen, um noch deutlicher seine Abwehr deutlich zu machen gegen die Nationalsozialisten. Also ihn finde ich auch wirklich eine interessante also eine Figur, der man wirklich wahrscheinlich nur gerecht werden kann, wenn man ganz stark differenziert. Und eine Figur, die auch, wie Papen übrigens auch, auf eine ungeahnte Art und Weise, also richtig physisch an unsere Gegenwart heranreicht. Die haben ja beide den Krieg überlebt und sie sind erst 1970, 71 gestorben. Und der eine Papen in Deutschland und Brüning ist nie aus dem Exil zurückgekehrt, also nur In den zeitweise kurz USA. in den USA, in einem kleinen Blockhaus, wo er zusammenlebte mit Claire Nix, seiner Sekretärin und Lebensgefährtin. Und also wie nah auch diese ganze Zeit an unsere Gegenwart rückt, wird deutlich an der Tatsache, dass Claire Nix, die Lebensgefährtin von Brüning, die lange Jahre noch eine Ehrenrente des deutschen Bundespräsidenten bezogen hat, dass sie erst 2015 gestorben ist. Haben diese Leute ihre Fehler später eingesehen? Gut, die Frage ist natürlich illegitim, wenn es um die Personen geht, die ermordet worden sind unter der Nazi-Herrschaften. Dazu zählten eben auch Konservative und nicht nur Kommunisten und Sozialdemokraten. Aber diejenigen, die es geschafft haben zu überleben oder die rechtzeitig ins Exil entkommen sind, ist denen später klar geworden, wo sie Fehler begangen haben? Also bei was Schleicher über Papen gesagt hat, über Franz von Papen, er sei kein Kopf, sondern ein Hut. Das trifft die Sache, glaube ich, sehr gut. Denn er war einer der uneinsichtigsten Personen und Politiker, die man sich überhaupt denken kann. Also das, wenn Sie die Biografie, die Autobiografie, es gibt zwei davon, lesen von dem. Da finden Sie nirgendwo einen Anflug von Selbstkritik. Brüning ganz anders. Man muss sagen, Brüning wird ja immer vorgeworfen, sozusagen durch seine Austeritätspolitik, durch seine sozusagen als Hungerkanzler, wie die Kommunisten ihn ja, beschimpft haben, also quasi zum Niedergang der Republik beigetragen zu haben. Er hat in keiner wirklich blendenden Konstellationen damals regiert. Zum Beispiel der Vorwurf, der am stärksten gegen ihn gerichtet wird, eben, dass er nicht Schulden aufgenommen hat, der geht absolut ins Leere, weil Deutschland in dieser Zeit durch Young-Plan, durch alle möglichen anderen alliierten Beschränkungen überhaupt keine Schulden aufnehmen durfte. Dieser Weg war versperrt für ihn. Und er ist
Er hat sich auch bis zuletzt dem Drängen starker Kräfte in Deutschland und die starke Kräfte, das waren vor allem die Großagrarier im Osten und die Schwerindustrie im Westen, die Regierung nach rechts zu rücken, hat sich diesem Drängen verweigert und der Preis war, dass er entlassen wurde von Hindenburg. Also ich glaube, es wäre von uns selbstgerecht, ihn da sozusagen, es gab jeder hätte wahrscheinlich Fehler gemacht in der Situation. Das Schicksalhafte und das, was sozusagen alle Starren in diesen letzten Monaten wirklich starren auf dieses schwarze Loch, auf diese verdichtete Energie, die Hitler, die Persönlichkeit Hitlers und diese Macht der Nationalsozialisten, 3 Millionen SA-Leute, diese Brutalität, diese Entschlossenheit und der Wille, in jedem Fall sozusagen diese Republik abzuschaffen und an die Macht zu kommen. Sie starren auf diese Leute und suchen Verbündete gegen diese Macht und finden sie nicht. Also das ist wirklich auch eine tragische Situation, zumal im November 1932, kurz bevor Hitler Reichskanzler wird, die ganze Situation nochmal umzukippen scheint. Die Nazis siegen sich zu Tode, wie Goebbels sagt. Das heißt, die Zahlen gehen runter. Die wirtschaftliche Situation erholt sich ein bisschen. Und eigentlich haben alle schon die Nationalsozialisten abgeschrieben. Und durch diese wirklich furchtbare Konstellation, durch das Versagen auch der Konservativen, die sicher die Hauptschuld haben, besonders Papen, dass es taktisch für Hitler möglich wurde, sozusagen diesen einen Griff zur Macht, diesen einen Zipfel zu ergreifen, ne? Ist eben das Schlimmste passiert, was passieren konnte. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind immer noch beim Taz Talk heute Abend mit dem Schriftsteller Peter Walter über sein neues Buch Fieber. Und ich habe die Freude noch zu sagen, auch die Veranstaltung ist möglich dank Taz-Zahlig. Taz-Zahlig ist das Bezahlmodell der Taz, mit der auch Menschen die Taz im Internet unter taz.de lesen möchten und lesen ihren kleinen Beitrag dazu geben können, dass es uns gibt und dass wir unabhängigen Journalismus machen können. Und unser Bezahlmodell ist eben keine Bezahlschranke, sondern absolut freiwillig. Wenn Sie die Sendung verfolgen, schauen Sie mal bei taz.de rein und bedenken Sie bei der Lektüre von spannenden Texten, dass man da vielleicht auch ein paar Euro reingeben könnte. Zurück zu unserem Talk. Letzte Frage, Herr Walter. Die Zeit läuft uns davon. Bitte ganz kurze Antwort. Welche Rolle spielen Personen in historischen Prozessen? Wir haben gesehen, im historischen Prozess am Ende der Weimarer Republik ganz offensichtlich eine ganz große. Der Rückschluss wäre jetzt in stabilen Prozessen, in stabilen Gesellschaften wie in der Bundesrepublik Deutschland, in der auch eine Corona-Krise eine Gesellschaft nicht so leicht zum Umkippen bringt, dann eine entsprechend geringere? Ich würde ganz kurz, so kurz wie möglich mit Ja antworten. Dankeschön. Damit bedanke ich mich sehr herzlich bei Peter Walter. Ich empfehle Ihnen nochmal dieses Buch, Peter Walter, Universum Berlin, 1930 bis 1933, Fieber, ist erschienen im Aufbau Verlag und kostet 22 Euro. Ich bedanke mich sehr bei unserem Publikum. Ich bedanke mich bei unseren Helfern Peter Rohrmann und Luisa Faust. Ich bedanke mich am meisten natürlich bei Peter Walter. Und ich darf noch hinweisen auf den nächsten Taz Talk am Montag um 19 Uhr. Ich mag nicht die Zensierten sehen mit Ulrich Guttmeier und Jürgen Engler. Vielen Dank, Herr Walter. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Machen Sie es gut und noch einen schönen Abend. Auf Wiederschauen. Danke.